Herzlich willkommen zum Pressbriefing des Science Media Center. Mein Name ist Iris Poff, ich bin Redakteurin für Klima und Umwelt hier am SMC. Und unser Thema heute ist auf dem Weg zu Netto Null. Die EU-Kommission schlägt ein neues Klimaziel für 2040 vor. Wie Sie alle wissen, hat die EU-Kommission gestern einen Vorschlag für ein Klimaziel für das Jahr 2040 vorgelegt. Und zwar, und das war vorher auch schon bekannt, sind es 90% Reduktion der Netto-Treibhausgasemissionen verglichen mit dem Jahr 1990. Außerdem veröffentlichte die Kommission ein Assessment, in dem sie drei verschiedene mögliche Emissionsszenarien aufzeichnet, die uns zu Netto Null bis 2050 führen und jeweils durchdiskutiert, was diese Emissionspfade für die verschiedenen Sektoren bedeuten würden. Ich möchte einmal eine Grafik aus diesem Assessment teilen. Ich hoffe, dass Sie das jetzt sehen können. Ja? Okay, ich sehe nicken. Genau, das ist eine Grafik, die Sie in dem Assessment der Kommission finden, wo die drei verschiedenen Szenarien aufgezeichnet sind. Also das am wenigsten ambitionierte Szenario ist das, was hier in lila eingezeichnet ist. Das wäre eine lineare Reduktion der Treibhausgasemissionen von 2030 bis 2050. Und das ambitionierteste Szenario hier in Blau wäre eine Reduktion von 90 bis 95%. Das ist auch das, was der EU-Klimabeirat, also ein wissenschaftliches Beratungsgremium unter der Leitung von Ottmar Edenhofer im vergangenen Jahr empfohlen hat als Klimaziel. Der Pfad, auf den sich die EU-Kommission nun geeinigt hat, ist diese blaue Linie hier in der Mitte zwischen Gelb und Blau, die eben zu 90% Reduktion führt. Und man sieht, dass das bedeuten würde, dass in der Dekade 2030 bis 2040 in absoluten Zahlen mehr Emissionen eingespart werden müssten als in allen anderen, jeweils in den anderen Dekaden. Genau. Damit stoppe ich das hier einmal. Genau, diesen Vorschlag der EU-Kommission möchten wir heute diskutieren, mit den drei Forschenden, die hier in unserem Panel anwesend sind. Willkommen schon mal an Sie. Und wir legen dabei einen Fokus auf negative Emissionen, die laut dem Vorschlag der Kommission eben in dieser Dekade schon anlaufen sollen, durch technische Emissionstechnologien. Auch auf Landsenken, wie zum Beispiel Wälder, die für das Klimaziel auch eine große Rolle spielen, und außerdem auf die Rolle des Emissionshandels. Aus dem Assessment der Kommission geht auch hervor, dass ein Großteil dieser Emissionsreduktion bis 2040 durch eins der beiden Emissionshandelssysteme abgedeckt ist. Der Emissionshandel spielt hier also eine ganz entscheidende Rolle. Dann ein Hinweis an die JournalistInnen. Sie finden eine Aufzeichnung dieses Gesprächs hier heute Mittag auf unserer Webseite und das Transkript finden Sie spätestens morgen auf unserer Webseite. Dann stellen Sie bitte Ihre Fragen, die Sie hoffentlich zahlreich mitgebracht haben, in den F&A-Bereich, bitte nicht in den Chat, dann ist es für uns etwas einfacher, die zu sammeln. Damit würde ich gerne unsere drei ExpertInnen hier einmal vorstellen. Oliver Geden ist Leiter des Forschungsclusters Klimapolitik an der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP. Er ist heute hier als Experte für EU-Klimapolitik, für Emissionsbudgets und für negative Emissionen. Jakob Greichen ist Wissenschaftler im Bereich Energie- und Klimaschutz am Öko-Institut. Er ist ebenfalls hier als Experte für Klimapolitik und im Speziellen auch für den Emissionshandel. Und Julia Pongratz ist Professorin für physische Geographie und Landnutzungssysteme an der LMU München und bringt uns heute hier die Expertise auf negative Emissionen und im speziellen Landsenken, also den Sektor LULUCF mit, der eben einen ganz entscheidenden Beitrag auch leisten muss für das Klimaziel. Schön, dass Sie drei alle hier sind und sich die Zeit nehmen für die Diskussion. Damit stelle ich meine erste Frage an Herr Greichen. Laut der Communication, die Kommission gestern veröffentlicht hat, würde die Weiterführung der aktuellen Maßnahmen schon zu 88% Reduktion der Treibhausgasemissionen führen bis 2040. NGOs bemängeln vor dem Hintergrund das Ziel 90% als unambitioniert und fordern 95% Reduktion. Wie bewerten Sie dieses 90%-Ziel? Ist das jetzt ambitioniert oder ginge da noch mehr? Ja, guten Morgen erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Die Höhe von 90% war jetzt keine Überraschung mehr. Das hatte der Kommissar schon in seiner Antrittsrede angekündigt, aber auch
In den Leaks, wie wir letzte Woche gesehen hatten, stand ja schon die 90%. Aber trotzdem, das nochmal einzuordnen, das heißt, von der Minderung zwischen 2030 und 2050 müssen 3 Viertel in den ersten 10 Jahren passieren und nur 1 Viertel in den Jahren zwischen 20 und 50, zwischen 2040 und 2050. Also es ist schon eine sehr steile Reduktion zwischen 2030 und 2040, die auch steiler ist als das, was wir bis 2030 noch tun müssen. Also jetzt zu sagen, das wäre unambitioniert, ich glaube, das verfehlt den Kern. Mehr ist natürlich immer besser, aber gleichzeitig müssen diese Ziele ja auch erreicht werden. Also viel entscheidender für den Klimaschutz ist, glaube ich, dass das Maßnahmenpaket, das irgendwann auf diesen Zielvorschlag folgen wird, dass da dann tatsächlich auch die Maßnahmen drin sind, um diese 90% zu erreichen und diese Maßnahmen auch oder die Ausgestaltung der Regeln nicht zu noch Löchern führt. Also zum Beispiel ein 2030-Ziel, der größte Teil der internationalen Emissionen aus dem Luft- und Seeverkehr einfach ausgeklammert. Dadurch hat man ein paar Prozentpunkte gewonnen. Und mit solchen Tricks und Anrechnungsregeln kann man das Ziel noch ein paar Prozentpunkte verschieben. Und das wird, glaube ich, ganz wichtig, dass das dann nicht passiert in der Zukunft. Genau. Und vielleicht auch noch ganz spannend, die Kommission nennt ja diverse Kriterien, die notwendig sind oder Bedingungen, damit dieses 2040-Ziel erreicht werden kann überhaupt. Und eine Sache, die da ganz zentral ist, dass die 2030-Ziele überhaupt erreicht werden. Das heißt, wir müssen mindestens genauso viel Energie reinstecken, dafür zu sorgen, dass die 2030-Ziele erreicht werden, wie in die Planung für unsere 2040-Ziele. Und da sind leider die allermeisten Mitgliedsländer noch deutlich hinter dem, was sie tun müssten. Also da müssten eigentlich fast alle Länder nachschärfen, überhaupt als Voraussetzung. Außerdem sagt die Kommission, dass wir alle Emissionen Reduktionstechnologien benötigen werden. Also die Zeiten, wo wir sagen können, wir machen erst das eine und dann das andere, die sind im Grunde genommen vorbei. Auch für die 90% hat man eigentlich nicht mehr viel Luft, um zu sagen, das machen wir erst in 5 Jahren, sondern alles muss jetzt so schnell wie möglich gezogen werden. Und die Elektrifizierung ist so ein bisschen das Herz der Transformation. Das zieht sich durch das ganze Dokument. Alle Sektoren womöglich müssen elektrifiziert werden und gleichzeitig natürlich die Erneuerbaren so ausgebaut werden, damit wir überhaupt die Stromversorgung haben. Und so als letzten Punkt noch zur Einordnung. Es wird immer wieder genannt in der Communication Impact Assessment, ist ein sehr starker Fokus auf Gerechtigkeit und Solidarität notwendig, um diese Transformation überhaupt hinbekommen zu können, ohne zu große Härten und um die Gesellschaft überhaupt mitnehmen zu können. Das ist ja auch eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt so ein Ziel zu erreichen. Dankeschön. Frau Pongratz, laut dem Dokument der Kommission sollen die negativen Emissionen bis 2040 400 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten entsprechen. Das beinhaltet sowohl Landsenken wie Wälder als auch technische Methoden wie BECCS, also Bioenergie mit CCS, und DACCS, also Direct Air Capture, Direct Air Carbon Capture and Storage. Wie verteilt sich das Ziel dieser 400 Millionen Tonnen auf diese verschiedenen Methoden und wie beurteilen Sie dieses Ziel? Diese 400 Millionen Tonnen CO2 2040, die da angestrebt sind, die setzen sich zusammen aus etwa 75 Millionen Tonnen CO2 Entnahme im industriellen Bereich, so heißt das. Also da geht es nicht um CO2-Abscheidung von schwer vermeidbaren Emissionen, sondern wirklich um die Entfernung aus der Atmosphäre von CO2. Also das zeichnet CO2-Entnahme aus. Das ist jetzt diese 75 Millionen Tonnen CO2, das bezieht sich jetzt auf dieses eine Szenario, was also konsistent wäre mit dem, was dann in der Communication auch transferiert würde. Aber natürlich müssen die genauen Zahlen dann später im Zuge der Gesetzgebungsmaßnahmen auch umgesetzt werden, spezifiziert werden. Auf jeden Fall das auf dieser Seite der Industrial Removals, das ist natürlich ambitioniert. Das wäre 150 Mal das, was wir heute entnehmen durch BECCS und DACCS und andere technologische Methoden. Andererseits muss man auch sagen, dass die Ziele von Industriegruppen das erreichen können, wenn man sich da die globalen Zahlen zumindest ansieht. Also das ist nicht unmöglich von dem, was die Industrie gewillt ist zu tun, benötigt aber natürlich auch jetzt dann große Investitionen. Der viel größere Teil natürlich von der CO2-Entnahme, der soll im LULUCF-Bereich, also im Bereich von Landnutzung und Forstwirtschaft stattfinden. 317 Millionen Tonnen CO2 sind da vorgesehen in diesem ambitionierten Szenario. Und da muss man nochmal sehen, dass LULUCF, also das ist der Sektor, der die größten Zahlen hat in diesen Szenarien, das ist der Sektor, der die negativen Zahlen liefert. Also das ist absolut entscheidend, was in diesem Sektor passiert, um die Klimaneutralität zu erreichen.
weil wir eben wissen, dass wir wirklich dieses Senken benötigen für die Klimaneutralität oder Treibhausgasneutralität. Und diese Zahlen verstecken aber ganz viel dahinter. Also im Landnutzungsbereich, da haben wir enorme Emissionen in die Atmosphäre noch jedes Jahr. Und wir haben dann eine Entnahme aus der Atmosphäre, die ist größer. Deswegen kommen diese negativen Zahlen zustande, die wir auch jetzt schon haben, in ähnlicher Größenordnung, wie das für 2040 vorgesehen ist. Aber es ist eben nicht ausdekliniert jetzt mit diesen Dokumenten, wie wir dieses Beibehalten der derzeitigen Nettosenke aufrechterhalten wollen. So wie ich das sehe, müsste eben also wirklich ganz klar gesagt werden, da stecken enorme Emissionen noch dahinter aus der Trockenlegung von Mooren. 95% der europäischen Moore sind ja trockengelegt. Und das macht Größenordnung 100 oder mehr Millionen Tonnen CO2 an Emissionen derzeit aus. Und nur wenn wir diese Emissionen wirklich massiv runterfahren, haben wir eine Chance, dass wir mit unserer schwächelnden Waldsenke gegenhalten können. Und tatsächlich die Senke, wie wir sie heute haben, ungefähr stabil halten, obwohl der Wald in seiner Senkenkapazität ja voraussichtlich abnehmen wird und nicht zunehmen. Aber das sind Dinge, die man ausdeklinieren muss, ne? Wo man ganz klar sagen muss, dass mit den Mooren, Moore wieder vernässen, da gibt es auch viel Widerstand, da waren wir in der Vergangenheit auch nicht sehr erfolgreich. Und gleichzeitig müssen wir uns natürlich auch bemühen, durch Waldumbaumaßnahmen, durch andere Art von Forstwirtschaft, die Senke zu pflegen. Und auch an ganz andere Methoden natürlich noch zu denken, Bodenkohlenstoffmanagement, Agroforstwirtschaft, Pflanzenkohle, dass wir auch dadurch diese Senkenkapazität noch erhöhen. Wenn Sie jetzt von der schwächelnden Waldsenke sprechen, nehme ich an, Sie sprechen da von den Klimawandelfolgen, also Dürren und Waldbrände, die dazu Einbußen führen. Könnte man da auch durch Aufforstungen gegenhalten? Ja, ich sprach jetzt gar nicht primär von den von den klimabedingten Schäden. Also warum die Waldsenke in Europa stagniert, ist einfach, dass wir enorm intensives Management hatten in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und dass einfach die Altersstruktur sich so entwickelt, dass die Wälder nicht mehr beliebig viel aufnehmen. Und dann, da haben Sie recht, jetzt, wenn wir auf den Zeithorizont 2040 auch blicken, werden natürlich diese Klimaschäden durch Dürre, durch Insektenausbrüche, durch Windbruch, das wird auch noch zunehmen. Und das macht das Ganze natürlich auch risikobehaftet. Und das kommt dann da noch oben drauf, warum die Waldsenke dann in dem Teil schwächelt. Dankeschön. Genau, um das vielleicht nur abzuschließen, also es ist sehr wichtig, dass wir da wirklich nochmal genauer in diese Bruttozahlen reinschauen und dass wir auf dieses Portfolio setzen aus vielen verschiedenen Maßnahmen, industriell, naturbasiert und dann jeweils in diesen Bereichen eben auch sehr breit streuen, ähnlich wie Herr Greichen das ja auch schon für die Emissionsreduktion angesprochen hat, dass dieser Portfolioansatz, wir brauchen jetzt einfach alles, ein sehr sinnvoller ist. Dankeschön. Herr Geden, welche Relevanz hat dieser Kommissionsvorschlag jetzt eigentlich auch angesichts der EU-Wahlen, die bevorstehen? Und wie wird der weitere Prozess ablaufen, bis wir am Ende wirklich zu einem rechtlich bindenden Klimaziel gelangen? Ja, vielen Dank für die Frage, auch für die Einladung. Laut dem Europäischen Klimagesetz war die Kommission verpflichtet, 6 Monate nach dem Global Stocktake auf globaler Ebene jetzt einen ersten Vorschlag zu formulieren. Das hat sie gemacht. Sie hätte sich damit auch noch Zeit lassen können, dann wäre sie näher an den Wahlen gewesen. Man kann darüber spekulieren, warum sie das so früh gemacht hat. Zweitens, wie Herr Greichen schon gesagt hat, der neue Klimakommissar hat diese 90% im Grunde genommen schon versprechen müssen, um gewählt zu werden. Insofern war es keine Überraschung. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, das ist nur eine Kommunikation der Kommission. Im Grunde genommen testet sie damit das Wasser. Sie legt aber auch die Zahlen dahinter vor. Das Impact Assessment ist ja sehr voluminös. Aber erst im Herbst unter der neuen Kommission, möglicherweise mit der gleichen Präsidentin, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit einem anderen Klimakommissar, wird die Kommission dann eine Neufassung des europäischen Klimagesetzes vorlegen, in dem dann eine Zahl drinsteht. Das kann diese 90% sein, das kann theoretisch auch eine andere sein. Die 90% kann auch sozusagen spezifiziert sein, so wie das jetzt in dem Vorschlag auch gemacht worden ist, also mit den 850 Millionen Tonnen Bruttoemissionen jenseits von LULUCF und den Senken von 400. Das wird dann verhandelt zwischen Parlament und den Mitgliedstaaten im normalen Gesetzgebungsverfahren, wo im Parlament eine einfache Mehrheit genügt und im Rat eine qualifizierte Mehrheit. Aber
Es gibt hier eine Unsicherheit. Traditionell sind diese Klimaziele, also diese übergreifenden Klimaziele für 2020, 2030, 2040, immer von den Mitgliedstaaten alleine festgelegt worden, von den Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat. Und das geht jetzt eigentlich nicht mehr durch das Klimagesetz. Aber das 2030-Ziel zum Beispiel ist de facto von den Mitgliedstaaten entschieden worden, indem man ein NDC, also die National Determined Contribution der EU, für 2030 einfach mit diesen minus 55%, die wir jetzt haben, eingereicht worden, ohne das Parlament zu fragen, und hat dann salopp gesagt: Ja, liebes Parlament, wenn wir noch was Neues verhandeln im Gesetzgebungsverfahren, dann können wir diesen NDC auch ändern. Und das ist deshalb wichtig, weil wenn die Kommission den endgültigen Vorschlag erst im Herbst vorlegt, dann aber binnen, ich sag mal, 6 bis 12 Monaten der europäische NDC für 2035 vorgelegt werden muss, dann kann es passieren, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission zusammen sich auf ein 2035-Ziel einigen, bevor das 2040-Ziel zusammen mit dem Parlament beschlossen wurde. In diesem Vorschlag der Kommission steht es andersherum. Wir legen erst 2040 fest, leiten dann 2035 davon ab. Aber ich glaube, das wird sozusagen der politisch interessante Bereich werden. Und es kann sein, dass die Mitgliedstaaten sozusagen ein 2035-Ziel festlegen, das die 90% bis 2040 möglicherweise gar nicht mehr erreichbar macht. Also ich glaube, das ist politisch daran interessant, welche Dynamik es geben wird. Aber sozusagen die Kommission ist im Herbst wieder am Zug, aber bis dahin hat sie auch die Möglichkeit zu beobachten, wie die Mitgliedstaaten, wie das Parlament, aber wie auch Stakeholder außerhalb der europäischen Institutionen jetzt diese Vorschläge diskutieren. Also wären Sie nicht überrascht, wenn am Ende kein 90%-Ziel dabei rumkommt bei dem ganzen Prozess? Ich wäre nicht überrascht, aber es kann auch sein, dass wir 90% bekommen und zum Beispiel die Zahl der Removals hochgeht oder sich andere Parameter ändern. Ergreifen hat ja auch darauf verwiesen, was stellenweise in diesen Zahlen in den europäischen mit drin ist und was nicht drin ist. Natürlich klar, dass die Aufmerksamkeit jetzt sehr stark darauf liegen wird, verändert sich dieses Headline-Target, diese 90%. Oder verändert es sich nicht? Und Herr Greichen hat auch zu Recht darauf hingewiesen, dass das alles bedingt, dass wir die 55% bis 2030 schaffen. Und auch da kann man Fragezeichen dahinter setzen. Dankeschön. Dann die erste Frage einer Journalistin, die ich auch direkt gerne an Sie stellen würde, Herr Geden. Gab es grundsätzliche Unterschiede zwischen dem geleakten Dokument und dem letztendlichen Vorschlag? Nee, gab es nicht. Und das ist auch nicht überraschend. Und man muss auch, glaube ich, immer betonen, dass Leaks nicht immer unabsichtlich passieren, sondern oft auch von der Kommission selbst getätigt werden. Aber es gibt da keinen zentralen Unterschied. Manche Zahlen tauchen jetzt nur noch im Impact Assessment auf, aber das ist am Ende nicht entscheidend. Entscheidend sind diese 90%. Dankeschön. Dann eine Frage, die ich gerne an Herrn Greichen stellen würde. Ein Journalist fragt, welche Mitgliedstaaten sind besonders weit bei der Emissionsreduktion und welche sind die Schlusslichter und was sind die Gründe dafür? Ich habe gesehen, dass mein Ton nicht so gut war. Ich hoffe, ich bin jetzt gut zu verstehen. Ich habe nochmal ein bisschen den Einstellungen gedreht. Okay, ich sehe Glaube, nichts. es ist ein Gut. bisschen besser, ja. Danke. Ja. Aktuell ist es ja so, es gibt EU-weiten Emissionshandel. Da haben die Mitgliedsländer keine eigenen Ziele. Aber es gibt noch zusätzlich die Klimaschutzverordnung oder Effort Sharing Regulation, wofür jedes Land jährliche Emissionsziele, insbesondere für Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und alles andere, was nicht im Emissionshandel ist, gesetzt werden. Wenn man sich anguckt, wo die Länder nach aktueller Planung stehen, dann gibt es drei große Länder, die ein sehr großes Defizit haben. Das sind nämlich Italien, Frankreich und Deutschland. Verglichen zur Landesgröße hat zum Beispiel auch Österreich ein sehr hohes Defizit, also wird diese Ziele verfehlen. Und auf der Angebotsseite, also die Länder, die ihre Ziele deutlich überfüllen, haben wir Schweden, Portugal, Griechenland und Spanien. Und von denen, die diese Ziele deutlich überfüllen, sind es halt drei Länder, die wegen der Wirtschaftskrise, Eurokrise massiv die Emissionen reduzieren konnten oder mussten oder haben, wie man es auch darstellen will. Das heißt, da ist tatsächlich, würde ich sagen, ein großer Teil nicht Klimamaßnahmen dahinter, aber natürlich auch Klimaschutzmaßnahmen. Also gerade Spanien hat hier viel in Erneuerbaren getan.
Schweden ist da so ein bisschen der Sonderfall, die tatsächlich sehr früh und sehr stark auf Elektrifizierung gesetzt haben im Gebäudesektor, und auch natürlich einen großen Anteil an Landnutzung machen, aber die können für diese Ziele gar nicht so stark eingerechnet werden. Also zentral sind im Grunde genommen die großen drei Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, dass hier die Maßnahmen nachgeschärft werden, damit überhaupt das 2030-Ziel erreicht werden kann. Dankeschön. Eine Ergänzung zu der Frage war auch in Richtung Schweden und da würde ich gerne Frau Pongratz zu befragen. Schweden und Finnland setzen stark auf LULUCF, um klimaneutral zu werden. Wie ist das zu bewerten? Also grundsätzlich ist da viel, natürlich viel Waldbestand noch. Ne? Also Europa ist ja überwiegend genutzt. Dort gibt es noch viele Wälder. Da ist es auch kritisch zu bewerten. Also man sieht jetzt auch beispielsweise in Finnland, ne, dass die letzten wirklich unberührten Wälder eingeschlagen werden durch die Holzwirtschaft. Das ist dann kritisch zu sehen, einfach weil man auch Biodiversität verliert, ne, weil man da Ökosysteme, die ihren eigenen Wert verliert. Aber die Idee dahinter ist natürlich dann, dass man durch die Holzprodukte langlebige Senken auch schaffen kann. Auch durch fossile Substitution mit Konstruktionsmaterial, das energieintensiv ist, beispielsweise, dort gegensteuern kann. Also da geschieht einiges, wo man aber wirklich dann sehr aufpassen muss, dass die Umsetzung nicht nach hinten losgeht, was dann andere Ökosystemdienstleistungen wie Biodiversität angeht. Gleichzeitig muss man auch sehen, also LULUCF, das ist ja nur ein Teil. Es gibt dann natürlich auch noch die landwirtschaftlichen Emissionen, also die Nicht-CO2-Emissionen, vor allem Methan und Lachgas. Und das ist nochmal eine ganz andere Schiene, was dort dann geschieht. Und auch dort wird versucht, natürlich die Emissionen massiv nach unten zu bekommen. Da weiß ich jetzt aber nicht genau, wie das in den skandinavischen Ländern speziell gehandhabt wird. Dankeschön. Jetzt habe ich eine Frage in Richtung der CO2-Abscheidung, die ich gerne an Herrn Gehden stellen würde. Und zwar in Ihrem Entwurf für ein Industrie-Carbon-Management-Gesetz schlägt die Kommission unter anderem vor, die EU solle bis 2030 eine jährliche CO2-Speicherkapazität von 50 Millionen Tonnen schaffen. Bis 2040 soll diese Kapazität auf 280 Millionen Tonnen steigen. Ist diese Menge an CO2-Entnahme realistisch und nicht ohnehin der falsche Schwerpunkt gegenüber der CO2-Vermeidung? Und vielleicht ganz kurz als Anmerkung dazu, diese Carbon Management Strategie wurde ebenfalls gestern von der EU-Kommission veröffentlicht, ist aber nochmal ein anderes Dokument als diese Dokumente zu den Klimazielen. Herr Gehden. Ja, es geht bei dieser Kapazitätsfrage sozusagen darum, von dem doch relativ kläglichen Stand, den wir jetzt haben, in eine Richtung zu kommen, in der wir auch Speicherkapazität haben, auch Injektionskapazität. Und diese 50 Millionen bis 2030, diese Diskussion hat ja am Net Zero Industry Act begonnen, ist sehr ambitioniert. Ich glaube, wenn man da Anfang der 2030er hinkommt, kann man auch 280 schaffen bis 2040. Aber dafür braucht es dann eben auch Transportinfrastruktur und Ähnliches. Und es ist schwer einzuschätzen, ob das in jetzt, ob, also ob man da jetzt sozusagen einen Haken hinter realistisch machen kann. Oder sagt, das ist eher schwierig. Ich glaube, Bevölkerung in Europa, auch die Politik ist nicht unbedingt darauf vorbereitet, dass wir dort jetzt im großen Stil einsteigen werden, auch Transportnetze aufbauen müssen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, also die Frage, müssen die Schwerpunkte nicht anders gesetzt werden? Ich glaube, die Schwerpunkte werden anders gesetzt, aber dieser Bereich kommt jetzt eben dazu. Und insofern es um industrielle Restemissionen geht aus Sektoren wie zum Beispiel der Zementindustrie, die nicht mit der Energieversorgung der Zementindustrie zu tun haben, sondern mit chemischen Prozessen der Zementherstellung, ist es kein falscher Schwerpunkt. Kritisch wird es da, und das war ja ein Punkt bei den Leaks in den vergangenen Wochen, wo auch dann CO2-Abscheidung und Speicherung aus fossilen Kraftwerken angenommen wird. Es wird in Deutschland so nicht diskutiert, obwohl sich da die Diskussion auch wieder zu öffnen scheint bei den Gaskraftwerken, aber in Nachbarländern Deutschlands eben schon. Und da kann man kritisch fragen, ob man es überhaupt erlauben sollte, wie viel in diesem Bereich sozusagen gefördert werden soll. Es gibt eine Grauzone hier, die wir auch in Deutschland erleben, das ist der blaue Wasserstoff, der auch in Backup-Kraftwerken in Deutschland zum Einsatz kommen könnte.
den auch diese Regierung gewissermaßen, also die Bundesregierung, in Norwegen schon mit einem Memorandum of Understanding bestellt hat. Und dieser blaue Wasserstoff wird aus Erdgas mit CCS hergestellt. Und das ist sozusagen, dann passiert dann auch im Energiesektor. Also ich glaube, das wird eine politische Diskussion, die in Deutschland auch stark geführt werden wird. Wird das nur im Übergang passieren? Wie kann man hier ein Phase-out organisieren? Sollte man überhaupt einsteigen? Ich glaube, da muss man heute sagen, die Hoffnungen in den grünen Wasserstoff waren vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Und wenn die Industrie umstellt, werden wir auch in Deutschland blauen Wasserstoff nutzen. Aber europaweit wird es eine Option bleiben. Also CCS, industriell, Zement ist, glaube ich, klar. Bei Stahl wird es darum gehen, eher die Wasserstoffroute oder wollen einige Stahlwerke doch in CCS gehen? Es gibt einige kleinere Branchen, die CCS brauchen werden. Müllverbrennung wird eine davon sein. Wir brauchen es in einem gewissen Ausmaß. Und ich glaube, dieses Ausmaß wird aber politisch umstritten sein in der EU und in einigen Mitgliedstaaten. Und ich glaube, es ist eher eine Frage, was ist politisch realistisch, als zu fragen, was wäre jetzt technisch oder ökonomisch machbar bis 2040, wenn man wirklich ein stärkeres Augenmerk darauf legt. Zu diesem Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, mit der Abscheidung von CO2 aus Kraftwerken, der sehr umstritten ist an diesem Vorschlag der Kommission. Wir hatten tatsächlich letzte Woche schon eine Aussendung auch zu dieser Strategie, wo auch das Argument kam, dass CCS in Kraftwerken ökonomisch sowieso nicht mehr rentabel sein wird, wenn der CO2, beziehungsweise wenn die Erneuerbaren immer günstiger werden, dass die Kraftwerke dann da gar nicht mithalten können und dass sich das Problem von alleine löst. Würden Sie dem zustimmen? Ich würde da zustimmen, wenn es um Kraftwerke geht, die in Volllast laufen sollen. Aber ich glaube, die Frage ist, bei CCS und dem Energiesektor sind wir schnell in so einer Entweder-oder-Diskussion. Wenn man sich aber jetzt die deutschen Pläne mit der Kraftwerksstrategie anguckt und Backup-Kraftwerken, dann ist die Frage, welche Brennstoffe nutzen wir dort, wenn es blauer Wasserstoff wäre. Also wir sagen jetzt, sie müssen Wasserstoff-ready sein. Aber niemand kann garantieren, dass es grüner Wasserstoff sein wird. Wenn es blauer Wasserstoff wäre, dann wird irgendwo CCS gemacht werden, möglicherweise nicht in Deutschland, aber die Mengen werden nicht so groß sein. Ich kann mir auch ökonomisch nicht vorstellen, dass es sinnvoll ist, ein Gaskraftwerk mit CCS auszurüsten, das dann nur wenige Stunden läuft. Also inklusive der Preisentwicklung, die wir im Emissionshandel möglicherweise haben werden. Manchmal ist das Argument immer ein bisschen Wohlfall, wenn es Staaten gibt, die dort einsteigen wollen, müssen sie ihre eigenen Abschätzungen treffen, wie sich Preise im Emissionshandel in 10 oder 20 Jahren entwickeln. Und dann wird man sehen müssen, ob diese Kraftwerke dann später wirtschaftlich sind. Ich würde sagen, von den Modellrechnungen, die wir haben, vermutlich nicht. Okay, danke schön. Herr Greichen, Sie wollten sich auch zu dem Punkt noch äußern. Ja, ich stimme all dem zu, was er ja eben gesagt hat. Ich wollte noch ein bisschen über die Rolle von den technischen Senken oder Senken insgesamt im 90%-Ziel sagen. Die Kommission hat sich ja noch nicht wirklich dazu geäußert, wie das Verhältnis von Senken und Emissionen sein soll. Es gibt zwar die Szenarien, wo man Zahlen sieht, aber das Ziel selber sind ja erstmal nur 90% netto. Das heißt, Emissionen minus Entnahmen gleich 90% unter 1990. Und im 2030-Ziel war das auch so, aber dann gibt es paar Paragraphen weiter im Klimaschutzgesetz im Europäischen eine Regel, die sagt, wie viel Senken darf man überhaupt auf das Ziel anrechnen. Also im Grunde genommen wurde da limitiert, wie viel durch Entnahme erreicht werden darf und wie viel durch Emissionsreduktion erreicht werden muss. Und das wird, glaube ich, auch für das 2040-Ziel ganz zentral. Also klar ist, wir brauchen die Senken, wir wollen netto negative Emissionen nach 2050 haben. Das müssen wir schaffen, um 1,5 Grad zu erreichen oder wieder zu erreichen. Wir werden ja wahrscheinlich drüber hinwegschießen und wollen dann wieder runterkommen mit der Temperatur. Gleichzeitig ist eine nicht emittierte Tonne CO2 fürs Klima sicherer und besser als eine in irgendeiner Form entnommene Tonne CO2. Insofern ist es ganz wichtig dann bei den nächsten Schritten, dass wir getrennte Ziele für Emissionen und für Senken haben werden und wahrscheinlich auch trennen zwischen industriellen Senken und natürlichen Senken. Dankeschön. Frau Pankratz, ich würde Sie zu diesem Punkt auch gerne noch befragen. Und zwar verstehe ich das richtig, dass diese 280 Millionen Tonnen bis 2040 jetzt sowohl CCS aus Kraftwerken und Industrie, aber auch eben DACs und BECs beinhalten, also Direct Air Capture, Carbon Capture and Storage und Bioenergie Carbon Capture and Storage. Und wie weit sind wir mit diesen Technologien?
Und ist es realistisch, dass die bis 2040 schon so anlaufen, dass wir da substanzielle Mengen aus der Atmosphäre ziehen können? Wenn ich das richtig verstehe, also die 280 Megatonnen CO2, die kommen ja aus der Industrial Carbon Management Strategie und laufen da unter Capture. Da geht es also nicht um CO2-Entnahme aus der Atmosphäre, sondern um CCS und CCU, also Carbon Capture and Storage von beispielsweise Punktquellen, den industriellen Prozessen, die angesprochen wurden, Müll, Zement und so weiter. Und dann auch CCU. Ungefähr ein Drittel von dem, was man damit abscheidet an CO2, soll wieder verwendet werden in Synfuels beispielsweise, ist also gar nicht für die permanente Speicherung vorgesehen, sondern kommt wieder in die Atmosphäre dann zurück, muss dann wieder abgeschieden werden. Das muss man vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Das sind substanzielle Mengen. Und das per se, wir hatten ja gerade das besprochen, Herr Gehden, Herr Greichener, ob das sinnvoll ist oder nicht, in gewissem Maße. Ist das sinnvoll? Das ist absolut nötig, damit wir eben wirklich die Emissionen, die in die Atmosphäre gelangen, auf ein Minimum reduzieren und den Rest dann direkt abscheiden und nicht erst in die Atmosphäre entlassen. Und das ist ambitioniert, aber scheint möglich zu sein, wenn man da eben jetzt die Investitionen richtig steuert und aber eben auch immer Sorge dafür trägt, dass uns das nicht davon ablenkt, dass wir trotzdem wirklich die Fossilen wegkommen müssen von den Fossilen, dass wir also wirklich keinesfalls in den Ambitionen der Emissionsreduktion nachlassen dürfen. Und dann gibt es neben diesem CCS, CCU eben die CO2-Entnahme Industrial oder im LULUCF-Bereich. Da kann ich auch gerne noch mehr zu sagen. Würden Sie denn sagen, dass BECCS und DAX, also halten Sie es für realistisch, dass diese technischen Verfahren in der Dekade 2030 schon wirklich substanziell anlaufen? BECCS und DAX, das würde dann eben unter die Industrial Removals fallen. Das wäre dann unter diesen 75 Megatonnen CO2, wenn man diesen Szenarien jetzt glaubt. Aber wie gesagt, die Zahlen sind ja noch nicht, dann sind ja nicht Gesetzgebung. Und wir haben derzeit 0,5 Megatonnen CO2 aus BECCS und quasi nichts aus DAX. Das größte operationelle Kraftwerk, das wir haben, entfernt 4.000 Tonnen CO2 pro Jahr in Island. Das hieße, wenn man das jetzt alles mit DAX machen würde, dann müssten wir jeden Tag drei solche Kraftwerke bauen bis 2040. Mit BECCS kriegen wir da jetzt schon mehr hin. Trotzdem ist das eben Faktor 150 gegenüber dem, was wir jetzt haben. Das heißt, da muss man sich richtig anstrengen, da muss man jetzt investieren, da muss man die Weichen setzen, die Sicherheiten geben, dass da eben nicht nur öffentliche Gelder, auch private Gelder und Investitionen fließen, damit das umgesetzt werden kann. Also das ist wirklich, das ist sportlich, aber es gibt diese Maßnahmen in Pilotprojekten, aber auch darüber hinaus. Und man muss auch sehen, dass dieses Portfolio aus BECCS und DAX nicht nur daraus besteht, dass also ist jetzt derzeit absolut das Größte, ne, das BECCS stattfindet, ein klein wenig DAX, aber Pflanzenkohle, beschleunigte Verwitterung und anderes kann natürlich auch in diesem industriellen Bereich dann mit reinkommen. Dankeschön. Herr Gehden, ich habe Sie gesehen. Ich würde aber gerne zum nächsten Punkt übergehen, damit wir noch ein paar der JournalistInnen-Fragen durchbekommen. Eine Journalistin fragt, und ich würde die Frage gerne an Herrn Greichen adressieren: Was halten Sie von einem CO2-Handel für den Agrarbereich? Es ist dringend notwendig, dass im Agrarbereich mehr passiert als bisher. Also in den letzten 25 Jahren haben sich die Emissionen EU-weit praktisch nicht mehr bewegt im Agrarsektor. Es gab eine starke Reduktion am Anfang der 1990er durch die Wende und Zusammenbruch von der Agrarindustrie, insbesondere im Osten, aber seitdem stagniert er. Und wenn wir jetzt Richtung Null Emissionen denken, dann kann es natürlich nicht so weitergehen. Was jetzt der beste Weg dahin ist, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Wir sehen ja die Proteste. Es ist offensichtlich ein sehr politisiertes Thema. Ein Emissionshandel wäre eine Methode, um zumindest Teile der Emissionen im Agrarsektor zu erreichen. Gleichzeitig stellt er sehr hohe Anforderungen an Monitoring, an die Datenerfassung, an den Verwaltungsaufwand. Ich würde es mal so formulieren. Alles, was bisher probiert wurde, halbherzig hat nicht funktioniert. Insofern müssen wir tatsächlich neue Wege denken, wie man bis 2040 auch im Agrarsektor die Emissionen reduzieren kann. Und ein ETS ist definitiv eine Methode, die man da verwenden könnte. Aber es gibt sicher auch andere Wege, die auch am Rande zumindest andiskutiert werden im Impact Assessment. Es gibt ja diese Sensitivität live, da geht es auch um Entscheidungen zu Konsumverhalten und es zeigt halt, wenn Aber ganz die kurz, ich glaube, das ist nicht ganz klar geworden. Dieses Live ist ein weiteres Szenario, was in dem Emissionsdokument vorgestellt wird, was quasi noch zu noch stärkeren Emissionsreduktionen führt. Oder was genau ist dieses Szenario?
ist im Grunde genommen eine Sensitivität, dass die Szenarien fokussieren sehr stark auf Technologien und Angebotsseite. Und das Live-Szenario ist, was wäre, wenn wir mehr Suffizienz, mehr Kreislaufwirtschaft, weniger Fleischkonsum hätten? Und im Grunde genommen, die Größenreduktionen kommen aus dem Landwirtschaftssektor durch eine Reduktion des Fleisch- und Milchkonsums. Und allein dadurch würden 2 Prozentpunkte der Zielerreichung geschafft oder on top zu den 90% möglich sein. Und all das sind so, also ja, wie ich gesagt, im Landwirtschaftssektor muss definitiv mehr passieren, als in der Vergangenheit passiert ist. Und der Emissionshandel ist ein Weg, den man prüfen sollte. Ich bin mir noch nicht überzeugt, dass es der beste ist. Möchte einer der anderen auch noch zum Bereich Landwirtschaft was sagen, was da passieren könnte, um die Emissionen runterzubringen? Ich möchte nur noch mal unterstreichen, was Herr Greichen sagte. Ne? Dieses Live, dieses Zusatzoption, die aber auf alle Szenarien anwendbar wäre, die wird da meiner Meinung nach als sehr optional dargestellt. Ich sehe die als viel zentraler als in diesen Dokumenten suggeriert für eine nachhaltige Klimapolitik. Also das ist, da ist, sind große Stellschrauben, ne? Weil ja der größte Teil der landwirtschaftlichen Flächen ist ja für die Fleischproduktion direkt oder indirekt. Das heißt, wenn es dann die Frage kommt, ne, wie weit weiten wir unsere Landnutzungssenken aus, müssen wir aufforsten, viele Szenarien sehen das auch in geringem Maße vor, dann müssen die Flächen ja irgendwo herkommen. Und wenn wir nicht wollen, dass dann diese Flächen durch ein Displacement, durch eine Auslagerung beispielsweise in die tropischen Regionen führen, wo dann wieder abgeholzt wird, dann müssen wir eben dafür Sorge tragen, dass wir hier in Europa, in Deutschland auch eben bewusster mit unseren Flächen umgehen, nachhaltiger. Und warum ich das auch schade finde, warum das nicht zentraler dargestellt wird, ist, weil es einfach so unglaublich viele Co-Benefits gibt, ne? Mit gesunder Lebensweise, wo das einfach absolut Sinn macht, auch für die Struktur der Ökosysteme, die aufrechtzuerhalten. Also ich denke, dass wir das, dass man das schon prominenter auch anbringen sollte, gerade auch, weil die Bereitschaft einer Bevölkerung zu solchen Maßnahmen oft deutlich größer ist als das, was politisch dann angegangen wird. Dankeschön. Herr Greichen, nochmal zu diesem möglichen Emissionshandel für die Landwirtschaft. Wird das denn politisch schon diskutiert? Also ich weiß, dass es in diesem in der wissenschaftlichen, in dem wissenschaftlichen Beirat, in den Empfehlungen stand es drin, dass es eine Möglichkeit wäre, einen Emissionshandel einzuführen. Wird das auf EU-Ebene tatsächlich diskutiert? Also die Idee geistert als ETS3 tatsächlich schon rum. ETS1 ist der Emissionshandel für den stationären Sektor, den wir schon lange haben. ETS2 ist der kommende für Gebäude und Verkehr und kleine Industrieanlagen. Und so als Idee des ETS3 wird das diskutiert, ich glaube, noch mehr in Thinktanks und der wissenschaftlichen Community als konkret als Politikoption. Aber schon fürs 2030-Ziel hat die Kommission darüber nachgedacht, einen integrierten Landnutzungssektor mit einem Ziel zu setzen. Also Landwirtschaft und Wälder zusammen als zu denken. Und ich bin mir relativ sicher, dass diese Idee des ETS im Landwirtschaftssektor zumindest ernsthaft geprüft werden wird bei der Umsetzung des 2040-Ziels. Ein Journalist fragt auch noch zur Landwirtschaft. Die EU-Kommission soll in dem Entwurf die Klimaanforderungen an die Landwirtschaft gesenkt haben. Wird der Agrarsektor jetzt der klimapolitische Problemfall der Zukunft? Und wird es da nicht immer unvermeidbare Restemissionen geben, die es zu kompensieren gilt? Herr Geden. Ja, ich glaube, den schönen Begriff, den wir haben mit Just Transition, die Landwirtschaft wird der große Problemfall werden, auch politisch. Man hat sie tatsächlich auch, glaube ich, über Gebühr geschont. Und europäische Agrarpolitik ist ja auch so strukturiert, dass die Agrarverbände eine sehr starke Machtposition ausüben, auch im Europäischen Parlament, in Agrarausschüssen sehr oft in Parlamenten Branchenvertreter sitzen. Und wenn Sie sich die Struktur der sogenannten Restemissionen anschauen, die dann durch Carbon Dioxide Removal, durch CO2-Entnahme ausgeglichen werden müssen, zu einem großen Anteil Nicht-CO2-Emissionen, Methan und Lachgas aus der Landwirtschaft. Und ich glaube, das wird ein großer Problemfall, zumal es dann innereuropäisch sich zum Teil sehr ungleich verteilt. Also in einem Land wie Irland kommen heute 30% der Emissionen aus der Landwirtschaft. Und die können nicht so viel Carbon Dioxide Removal machen, dass sie wirklich auf Null kommen, wenn sie nicht die Struktur ihres Landwirtschaftssektors drastisch ändern, wozu sie nicht bereit zu sein scheinen. Was dann bedeutet in der letzten Konsequenz, dass Irland netto positiv bleiben würde 2050 und andere Länder netto negativ werden, was durch das Europäische Klimagesetz auch vorgesehen ist. Das heißt,
Wenn man im Landwirtschaftsbereich nicht zu ambitionierterer Politik kommt, das kann auf Lebensstilveränderungen beruhen, das kann aber auch darauf beruhen, dass man in Frage stellt, ob einzelne Länder wirklich in diesem Maße auf Agrarexporte setzen sollen. Es geht ja nicht immer darum, dass es auch im Inland wirklich konsumiert wird. Wenn wir also da nicht rangehen, dann werden wir sehr große Removal-Kapazitäten brauchen, CO2-Entnahmekapazitäten, nur um diese landwirtschaftlichen Emissionen auszugleichen. Und ich glaube, das wird ein politischer Schwerpunkt von europäischer Klimapolitik werden in den kommenden 10 bis 20 Jahren. Herr Greichen noch dazu? Ja, nochmal zum Begriff der unvermeidbaren Emissionen. Also ganz viel, was wir als unvermeidbare Emissionen bezeichnen, sind natürlich vermeidbar, wenn man entweder Lebenswandeländerungen macht oder genug Geld in die Hand nimmt. Und wie Frau von Graz ja schon sagte, durch diese Lifestyle-Choices hat man ein wahnsinniges Emissionsreduktionspotenzial. Würden wir EU-weit 2040 im Wesentlichen uns vegan ernähren, dann würden die Emissionen der Landwirtschaft drastisch runtergehen, weil wir dann nur noch sehr wenig Emissionen für Düngemittel, für menschliche Ernährung hätten. Also unvermeidbar ist auch immer ein Rahmen, wo mit den Annahmen, die man setzt, was dahinter steht. Insofern, gerade in der Landwirtschaft würde ich sagen, sind viel mehr Emissionen vermeidbar, als gerne getan wird. Dankeschön. Dann ein anderes Thema. Ich weiß nicht genau, wer vielleicht darauf antworten kann. Warum steht Österreich vergleichsweise schlecht da? Da denkt man doch zum Beispiel relativ viel an Wasserkraft. Kennt sich jemand mit Österreich aus? Herr Gehn. Ja, ich kenne mich in Österreich aus. Ich bin da auch im wissenschaftlichen Beirat der Carbon Management Strategie, die dort auch gemacht wird. Das Problem ist, dass der österreichische Stromsektor schon weitgehend dekarbonisiert war, auch schon vor 20, 30 Jahren wegen dem Anteil der Wasserkraft. Aber dass in Österreich zum Beispiel die Verkehrsemissionen sehr stark zugenommen haben. Und die Emissionsbilanz Österreichs ist wirklich erschütternd. Die haben im Grunde genommen das gleiche Emissionsniveau, also nicht exakt das gleiche. Oder hat sich seit 1990 nicht so wahnsinnig viel getan? Das hat auch mit Transitverkehren zu tun und dass Verkehrsemissionen auch so zugerechnet werden, dass man im Grunde genommen sich anschaut, wo wird der Treibstoff verkauft? In Österreich hat sehr niedrige Steuern auf Benzin und Diesel. Das ist sozusagen aber ein Problem, das die österreichische Bundesregierung auch leicht lösen könnte. Aber das ist das Problem, dass in den Emissionshandelssektoren, die sehr stark europäisch harmonisiert sind, der Emissionshandel 1, also Strom und Schwerindustrie, da gar nicht mehr so viel zu holen war in Österreich und die Transportemissionen in Österreich das große Problem sind und sich da bislang keine Regierung wirklich herangetraut hat. Dankeschön. Dann haben wir eine Frage zur Kernkraft. Wie schätzen Sie die Rolle ein, die die Kommission der Kernkraft zum Erreichen der 2040-Ziele zugewiesen hat? Herr Greichen, vielleicht? Ja, also wenn man sich im Impact Assessment die Zahlen anguckt, dann gehen sie im Grunde genommen davon aus, dass die Stromproduktion aus der Kernkraft bis 2040 unverändert also leicht nach 2030 zurückgeht und dann bis 2040 konstant bleibt. Das ist so eine Mischung aus alte Meiler, Mitlaufzeitverlängerungen gehen langsam aus dem Markt raus und dann sollen diese Small Modular Reactors, SMRs, dazukommen. Insgesamt hat die Atomkraft keine sehr große Rolle. Ich bin etwas überrascht, dass die Kommission glaubt, dass Anfang der 30er schon SMR überhaupt also online ins Netz gehen können, weil dieses Konzept letztlich noch nicht in der Realität erprobt worden ist. Es gab einen Versuch in den USA, der wurde wieder abgebrochen. Das halte ich für extrem ambitioniert für eine Technologie, wo wir eher von Jahrzehnten Vorlaufzeit reden und nicht von Jahren, wenn es darum geht, neue Reaktoren zu bauen. Insofern ist es politisch klar, man kann nicht keine Atomkraft sagen, da würden mehrere Mitgliedsländer nicht mitziehen. Gleichzeitig würde ich jetzt nicht, also die Rolle der Atomkraft ist klein in dem ganzen Paket. Dankeschön. Herr Gehden, noch eine Frage an Sie. Wird die indirekte Klimawirksamkeit von Wasserstoff und Wasserstofflecks eigentlich berücksichtigt? Ich glaube nicht. Ich habe auch die Artikel gesehen, die jetzt aus der Schweiz kommen und, glaube ich, in der NZZ gehighlightet wurde. Ich bin da kein Experte, obwohl ich den Wissenschaftler kenne, der diese Zahlen jetzt stark profiliert.
Aber meines Wissens spielt das in der Modellierung, also in der Energiesystemmodellierung, bislang keine große Rolle. Aber Greichen kann das vielleicht besser beantworten. Aber bislang ist das ein Randthema in der Diskussion, welchen Klimaeffekt Lecks vor allen Dingen bei der Wasserstoffnutzung und Wasserstofftransport haben. Ergreifen. Ja, bis jetzt war es noch kein Thema, weil wir so wenig Wasserstoff haben. Und die Wissenschaft ist dazu auch noch relativ jung. Also es gibt sehr unterschiedliche Zahlen, welche Klimawirkung Wasserstoff tatsächlich hat, weil das alles indirekt ist. Aber richtig ist, wenn wir in eine Wasserstoffwirtschaft einsteigen, dann müssen wir sicherstellen, dass die Leckagen minimiert werden, sowohl aus Effizienz- und Energiegründen, aber als auch aus Klimaschutzgründen und diese Leckagen in irgendeiner Form dann auf unsere Emissionen anrechnen. Das ist so ein mittelfristiger Prozess. Ich glaube, kurzfristig fehlt da noch die Wissenschaft dazu, aber in ein paar Jahren passiert da vielleicht dann mehr dazu. Dankeschön. Herr Gehn, Sie müssen auf jeden Fall pünktlich raus, deswegen würde ich eine letzte Frage an Sie adressieren. Und zwar, gestern gab es schon einige Kritik an dem vorgeschlagenen Klimaziel von NGOs, zum Beispiel von German Watch und Greenpeace, die beide kritisieren, dass es kein Ausstiegsdatum aus den Fossilen gibt in diesem Ziel. Wie beurteilen Sie das? Ich verstehe, dass NGOs das kritisieren, aber ich glaube, wir müssen auch verstehen, dass die Kommission sich schwer tut, solche Ziele zu formulieren, weil europäische Energiepolitik immer noch sehr stark von mitgliedstaatlichen Interessen beeinflusst ist. Das betrifft auch das Thema Atom, das Herr Greichen ausgeführt hat. Wenn das dann nicht vorkäme, würde Frankreich Sturm laufen. Und bei den Fossilen wäre die, also man hätte sich eine klare Sprache bei Fossilen in Kraftwerken gewünscht. Deshalb war auch die Irritation letzte Woche groß oder vorletzte Woche, als es um diese 100 Millionen Carbon Capture aus fossilen Kraftwerken ging. Das widerspricht schon dem, was die Europäische Union in der Regel in der internationalen Klimapolitik vertritt. Insofern ist die Kritik, glaube ich, berechtigt an diesem Teil. Man kann von der Europäischen Kommission auch nicht erwarten, dass sie in der Kommunikation jeden Teilbereich exakt abdeckt. Okay, Dankeschön. Dann verabschiede ich mich schon mal von Ihnen, da Sie jetzt zeitig raus müssen. An die anderen beiden hätte ich jeweils noch eine Frage. Herr Greichen, der Emissionshandel oder die verschiedenen Emissionshandelssysteme sind ja so eigentlich der Kernpunkt der Klimapolitik der EU, wenn man sieht, dass es den allergrößten Teil der Emissionen abdeckt, die reduziert werden müssen. In dieser Dekade, um die wir jetzt sprechen, die 2030er, welche Änderungen an den Emissionshandelssystemen werden da wichtig? Es geht so ein bisschen zurück zu diesem Punkt, den Sie ganz am Anfang sagten. 88% haben wir ja schon mit den aktuellen Politiken und Maßnahmen bis 2040 erreicht. Dahinter steht die etwas naive Annahme, dass der Emissionshandel erstmal zeitlich nicht befristet ist. Das heißt, wenn man den nicht anpasst, würde der einfach bis 2040 und danach weitergehen wie bisher. Und dann geht die Emissionsmenge, also der Cap, bis 2039 auf Null im ETS1 und für den ETS2, also Gebäude und Verkehr, bis Anfang der 40er geht er auf Null. Das heißt, würde man den Emissionshandel gar nicht anpassen, dann wären tatsächlich diese Energieverbrauchssektoren im Grunde genommen bis 2040 bei Null. Daher kommen auch diese 88%, aber gleichzeitig ist das natürlich eine naive Annahme, weil wir natürlich wissen, dass wir 2040 noch ein paar Kraftwerke haben werden. Wir werden natürlich noch nicht jede Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt haben und auch noch nicht wird jede, es wird auch noch nicht jedes Auto elektrisch fahren. Also der Ausstieg. Erst ab 2035 müssen alle Neuwagen Null-Emissionsfahrzeuge sein. Das heißt, wir werden in 2040ern natürlich noch einen wesentlichen Anteil an Autos mit Verbrennungsmotor haben. Das heißt, wir müssen diese Emissionshandelssysteme anpassen und darauf fit machen, dass wir natürlich noch nicht bei Null sein können. Und da gibt es zwei Wege. Der schlechte Weg wäre, wir erhöhen einfach die Emissionsmenge im Emissionshandel. Das hieße natürlich, wir nehmen Druck aus diesen Sektoren raus. Und der bessere Weg, oder das ist ja im Grunde genommen auch angelegt in dieser Communication und dem Impact Assessment, dass wir erlauben negative Emissionen in diese Systeme, die die Restemissionen kompensieren. Und da sehe ich dann tatsächlich eine Rolle auch für diese industriellen Senken, also BECCS und DACCS, wo wir tatsächlich CO2 der Atmosphäre entziehen.
zur Kompensation von den Restemissionen, die wir in diesem ETS-System haben werden. Sehr schlecht fände ich, wenn natürliche Senken in den Emissionshandel aufgenommen werden, weil wir da eine sehr hohe Ungewissheit haben, wie lange und dauerhaft diese Reduktionen tatsächlich gespeichert sind. Also wir haben ja schon das Thema Waldbrände gehabt. In der Landwirtschaft Einbindungen sind sehr kurzlebig, da reden wir vielleicht von Jahren, da geht es um geänderte Praktiken. Aber das ist sehr leicht, ist das alles reversibel. Und wenn wir dann harte Emissionen, die ja tatsächlich in die Atmosphäre gehen, mit fragwürdigen Senken kompensieren, dann ist das sehr gefährlich für das Klima. Mit industriellen Senken ist diese Gefahr deutlich geringer. Deshalb sind die für den Emissionshandel eigentlich die geeignete Wahl. Und wie könnten die da integriert werden? In welcher Form? Wenn der Preis hoch genug wäre, könnte man natürlich sagen, wir sind einfach im Markt drin. Das heißt, für jede erzogene Tonne kann dann der Produzent, wie nennen wir die Person, der Unternehmer ein Zertifikat verkaufen. Das bringt natürlich Geld. Ob das von den Höhen jetzt reicht, ist noch ein bisschen unklar, würde ich sagen. Zur Not muss man da tatsächlich dann auch mit staatlicher Hilfe dafür sorgen, dass diese Technologien entwickelt und in den Markt kommen. Letztlich geht es ja um ein gesamtgesellschaftliches Problem und Kosten, die jetzt nicht notwendigerweise alleine vom Strom- und Industriesektor gezahlt werden müssen, sondern es betrifft alle. Insofern so eine Mischung aus, es wird im Emissionshandel finanziert, aber wir werden wahrscheinlich zum Beispiel durch Differenzverträge beitragen müssen als Gesamtgesellschaft, ist scheint wahrscheinlich. Dankeschön. Und Frau Pongratz, daran anschließend, Herr Greichen hat gerade gesagt, es wäre eine schlechte Idee, natürliche Senken in den ETS mit aufzunehmen. Wie kann man das denn sonst motivieren, dass Leute, dass wir mehr natürliche Senken haben und da die CO2-Speicherung zunimmt? Also einmal die Frage der Dauerhaftigkeit der Senken, das ist ja keins, was man, also keine Frage, die man nicht grundlegend lösen könnte. Man muss das natürlich dann sehr gut monitoren und natürlich dafür Sorge tragen, dass dann das, was wieder rauskommt, nach einer gewissen Zeit wieder aufgenommen wird. Da gibt es verschiedene Schemata, wie man das machen könnte. Ich sage das auch deswegen einfach, weil wir derzeit schlicht fast keine anderen Senken haben als im Landnutzungsbereich. Wenn wir uns anschauen, woher CO2-Entnahme aus der Atmosphäre stammt, dann ist das derzeit weltweit 99,9% über den Wald. Und das wird sich auch bis 2040 nicht massiv ändern. Natürlich müssen wir andere Maßnahmen jetzt hochskalieren, aber wir müssen einfach der Realität ins Auge sehen, dass derzeit eben die Senken im LULUCF-Bereich liegen und dort gepflegt werden müssen. Und das hat eben auch weit über die Klimapolitik natürlich große Relevanz. Ne? Eine gesunde Waldstruktur, Aufrechterhalten von Waldfläche und so weiter, das ist doch gigantisch aus vielerlei Perspektive, Luftreinhaltung, Wasserqualität, Lokalklima, Nutzung durch Tourismus und so weiter. Also wir vergessen da, wir fokussieren uns da teils sehr auf die Klimapolitik. Wenn man die ganzen Ökosystemdienstleistungen bepreisen würde, dann würde man eben merken, dass viele von diesen naturbasierten Lösungen in ganz anderen Bereichen auch noch Vorteile bringen. Aber eben derzeit kommen wir sowieso nicht um die rum. Aber wir müssen die Risiken sehen und wir müssen auch sehen, dass unter dem fortschreitenden Klimawandel diese Risiken zunehmen. Und deswegen das mit einpreisen und das Portfolio erweitern und diese industriellen CO2-Entnahmemethoden eben auch zunehmend hochskalieren. Eine kurze Nachfrage dazu. Sie sagten gerade 99,9% läuft über den Wald aktuell. Meinen Sie das wirklich oder meinen Sie natürliche Senken insgesamt? Weil wir haben ja noch Boden und Moore und so weiter. 99,9% der CO2-Entnahme aus der Atmosphäre läuft über den Wald. Da ist aber auch Bodenkohlenstoff natürlich mit drin, aber vor allem auch einfach die Biomasse. Das sind die Waldflächen, das ist aber auch Forstwirtschaft, also Harvested Wood Products, kommt da auch mit rein, ist aber nur ein kleiner Teil. Und der ganze Rest, also das kleine ganze andere Rest, das ist dann BECCS, DACCS, Pflanzenkohle und so weiter. Alles klar. Vielen Dank. An dieser Stelle würde ich die Diskussion gerne abschließen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Fragen von den JournalistInnen. Nochmal der Hinweis: Eine Aufzeichnung dieses Gesprächs finden Sie ungefähr in einer halben Stunde auf unserer Webseite und das Transkript folgt dann heute Nachmittag oder spätestens morgen früh. Dankeschön und bis bald. Besten Dank auch. Danke.